Jetzt. Livestream wird vorbereitet. Verstanden. So, das schaut aus, als wären wir live. Echt? Bei mir steht ja noch Einrichtung. Wird vorbereitet. Wir sind live. Ja, schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Dann gucke ich mal, ob ich uns hier auch selbst finde. Wenn du uns, ja, wir sind ja live. Wie schön. Cool. Ton stimmt. Zuschauer haben wir auch schon, sehe ich. Zeig dich gern mal. Wer du bist, schreib mal ein Hallo rein. Das schaut aus, als wären wir live. Cool. So. Ton aus. Perfekt. Wunderbar. Ihr Lieben, heute ist ein ganz besonderes Live. Heute ist ein ganz besonderes Live. Ich sehe mich noch nicht, weil hier rattert noch das Rädchen, dass Zoom noch live geht. Aber wir haben ja gesehen, dass wir live sind. Da können wir ja starten. Wie schön. Gut. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Heute ist ein ganz besonderes Live, weil ich habe heute Verstärkung mitgebracht. Und zwar unsere wunderbare Tochter, liebe Madeleine, schön, dass du heute Morgen auch mit dabei bist. Ganz besondere Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Herzlich willkommen hier beim Sonntag-Live-Event, Madeleine. Ja, danke, dass ich dabei sein darf und auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an alle. Morgenstund hat Gold im Mund und diejenigen, die sonntags morgens um die Uhrzeit schon, ja, hier live dabei sind, die gehören auf jeden Fall schon mal zu den Gewinnern, kann man so sagen, ne? Also herzlichen Glückwunsch an dich, dass du jetzt hier dabei bist, aber du gehörst auch zu den Gewinnern, wenn du es dir nachher im Replay anschaust, weil du uns nachher erst findest oder heute Morgen noch irgendwas anderes war oder du tatsächlich noch, ja, ausschlafen wolltest. Nach dem Motto, wer abends einschläft, darf auch morgens ausschlafen. Ne? Das kennen wir irgendwie noch. So, ihr Lieben, dann kommt mal alle rein. Wir haben was ganz Besonderes heute für euch vorbereitet. Und zwar Jahresanfang. Man darf ja auch noch ein frohes neues Jahr wünschen. Heute, ne? Gerade so, darf man noch. Und wir werden heute mit dir wirklich unvermeidbare Schritte teilen, die du tun solltest. Ich benutze das Wort muss nicht so gerne, aber in dem Falle darf ich es, glaube ich, benutzen. Wenn du 2022 wirklich trotz beunruhigender Meldungen, wir werden da im Detail nicht drauf eingehen, aber jeder weiß, was ich damit meine, wirklich auf die sichere Seite deines Lebens kommst. Du wirst eine Anleitung bekommen zu deinem maximalen Erfolg. Und da liegt auch schon die Garantie drin. Wenn du diese Schritte befolgst, kannst du Erfolg nicht vermeiden. Also für alle, ja, ich sag mal, blauen Typen hier, die bis eben noch die letzten Jahre gezweifelt haben, kann ich wirklich den Erfolg in meinem Leben haben, wie ich ihn gerne hätte? Ja, kannst du, weil wir alle kommen aus der gleichen Quelle. Wir alle unterliegen Naturgesetze, da wird es auch heute hier ein bisschen drum gehen. Und deshalb kannst auch du dich dafür entscheiden, wirklich jetzt 2022 einen megamäßigen Erfolg zu haben. Und Madeleine, ich gebe jetzt nochmal an dich ab. Madeleine ist nicht nur Mitglied, also ist nicht nur unsere wunderbare Tochter, wir haben ja noch einen wunderbaren Sohn. Madeleine ist unsere wunderbare Tochter, die nicht nur in der Akademie im Team unsere wunderbaren Akademikerinnen unterstützt in verschiedenen Bereichen, sondern Madeleine, du bist inzwischen auch eine erfolgreiche selbstständige Unternehmerin mit einem eigenen Business. Ja, und deshalb gebe ich jetzt erstmal an dich ab. Erzähl doch mal ein bisschen für diejenigen, die dich jetzt zum ersten Mal sehen und denken, wow, Madeleine, was macht die denn? Ja, danke. Also ich bin ähnlich wie du ja auch Mentorin, auch in erster Linie für Frauen, die sich eben auch das Leben erschaffen wollen, das ihre Seele für sie vorbestimmt hat. Also wir alle kommen hier auf die Erde mit einem ganz bestimmten, du nennst es ja auch Seelenplan, also der Weg des Herzens, der Weg der Seele, den sie eben gehen möchte in diesem Leben. Mhm. Und wir alle machen gewisse Erfahrungen, um eben auf diesen Weg zu kommen. Und genau darum geht es mir eben, dass ich
Frauen helfe, eben diesen Weg zu gehen, der in die Fülle führt, in die Dankbarkeit führt, in die Liebe, auch was Geld betrifft, also wirklich in die vollkommene Fülle ihres Lebens. Und vielleicht mal noch ein Hinweis für die Ersten, die jetzt deinen Worten gelauscht haben, Madeleine, die jetzt vielleicht denken, naja, die Madeleine hat es ja einfach gehabt, die hatte ihre Mama und die Familie im Hintergrund gehabt. Wie einfach war es für dich, nach Abitur zu sagen, yay, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich werde jetzt durch. Ja gut, da gehört schon noch was dazu. Also jeder weiß ja, man hat immer, jeder hat äußere Einflüsse, Umstände, die noch auf einen einwirken. Ne? Also gerade, weil ich aus der Schule gerade fertig war, da rauskam und dann waren ja all diese Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, noch in mir drin, ja, du musst jetzt dies machen und du musst dir jetzt einen Job suchen oder du musst jetzt studieren gehen oder eine Ausbildung suchen und mach was Ordentliches. Dann hatte ich mal eine Idee gehabt, ja, Tierpflegerin würde mir ganz gut gefallen. Da kamen dann aber auch so Kommentare, so wirklich Tierpflegerin, also es muss schon was Besseres sein, sag ich mal, so war das immer so ein bisschen unterschwellig und irgendwie habe ich dann einfach gar nichts gemacht und es wurde einfach nichts irgendwie, ich bin auch nicht angenommen worden teilweise bei den Dingen, wo ich mich beworben habe und irgendwann kam dann so der Gedanke, ja, dann ist es das einfach nicht. Was ist es denn wirklich? Und je mehr ich mich dann eben mit dieser Frage beschäftigt habe, desto mehr bin ich auch auf meinen Weg gekommen. Und klar, da waren auch Unsicherheiten am Anfang, das gebe ich zu. Aber je weiter ich gegangen bin, desto klarer wurde das auch immer. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Super. Und du hast eines gemacht, du bist deiner Intuition gefolgt. Mit Kämpfen und Zweifeln vom Gehirn her, ich müsste doch jetzt eigentlich... Weil vom Außen der ein oder andere hat dir ja auch gesagt, das ist ganz schwierig, jetzt wirklich mit dem Herzen zu folgen, Geld zu verdienen und solche Dinge. Ne? Das sind gut gemeinte Ratschläge, um Gottes Willen. Aber da hast du wirklich eines gemacht, bist deiner Intuition gefolgt und ganz genial. So, ich sehe, wir haben einige Zuschauer hier dabei. Wir hätten mal gerne ein paar Herzlein und ein paar Daumen hoch, damit wir auch wissen, dass wir hier gut zu sehen und zu hören sind. Und damit wir auch wissen, dass wir dich hier wirklich auch im Herzen berühren und erreichen, weil das wollen wir heute Morgen hier mit dir machen. Weil schau mal, Wahrheit, wie oft, ich kenne das auch aus meinem früheren Leben, wie oft habe ich mir zum Jahresanfang vorgenommen, in dem Jahr wird wirklich alles anders. In dem Jahr starte ich wirklich durch, in dem Jahr mache ich wirklich mein Ding, finde ich heraus, was es ist, bei den gefühlt 1000 Talenten, Ideen und Gedanken und was weiß ich auch nicht immer alles hatte. Ja, dann waren so ein paar Lichtblicke am Horizont, aber dann war es das irgendwie wieder. Kennt niemand hier sonst, ne? Außer mir. Und was bei mir auch so war, ich meine, ich war 30 Jahre im öffentlichen Dienst, die erste Zeit stolz auf diese Stelle, total stolz auf diese Stelle, gutes Geld verdient, aber ich habe mich einfach zunehmend fehl am Platz gefühlt. Und da wollte ich raus. Ich wollte einfach wissen, warum ich hier bin. Und das ist so eine Erfahrung, Madeleine, die du erst gar nicht instinktiv machen wolltest. 30 Jahre lang Dinge machen, nur des Geldes wegen. Und denken, ah, was mache ich denn hier? Und so von Wochenende zu Wochenende und Urlaub zu Urlaub leben, ja? Da war so eine Stimme in dir, Madeleine, die gesagt hat, nein, auf gar keinen Fall, oder? Ja, also das ist natürlich auch eine Bewertung, wenn man es so sagt, ich möchte keinen Chef haben, der so und so ist oder ich möchte nicht dieses Leben führen. Ne? Das war für mich einfach nicht das Richtige und ich hatte auch einmal die Erfahrung gemacht, einen Chef zu haben, als ich mit 15 den Minijob hatte, aber das reicht ja dann auch. Und dann direkt durchstarten ist doch auch gut. Ja. Ja, genau wie du auch schon gesagt hast, das ist schon eine Bewertung. Das heißt auch nicht, dass mit dem Seelenplan es ausgeschlossen ist, in einem Angestelltenverhältnis zu sein, einen Vorgesetzten zu haben. Wenn das ja alles stimmt, wenn die Chemie stimmt, wenn das zu deinem Seelenplan, zu deiner Lebensaufgabe wirklich gehört, ja, so ein bisschen dir vorschreiben zu lassen auch, was du wann wie zu machen hast.
dann ist das ja auch okay. Nur die Erfahrung von den letzten, und sorry vielleicht dann dennoch für den Trigger, die Erfahrung von den letzten 2 Jahren jetzt zeigt eigentlich, dass es so ein bisschen auch ein Pulverfass ist, auf dem man hockt, wenn man nicht gerade im öffentlichen Dienst ist, sondern in der normalen Wirtschaft angestellt ist. Da kann es jetzt schon mal ganz rasch passieren, dass dann einfach Änderungen eintreten, wo man dann da steht und dann denkt, oh, hätte ich doch nur. Deshalb diejenigen, die bis eben noch gedacht haben, am sichersten ist es, angestellt zu sein, da würde ich mal nochmal mir diesen Glaubenssatz anschauen. Ja? Okay. Wir würden mit euch mal gerne heute oder mit dir gern drüber sprechen, wie wir uns denn überhaupt unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen. Weil das ist so elementar wichtig. Die Naturgesetze, denen wir alle sind ja ein Teil dieser Natur. Jeder. Wir alle kommen aus der gleichen Quelle. Also mir ist noch niemand begegnet, der irgendwie mit einem UFO hierher gekommen ist. Mag sein, aber mir ist noch niemand begegnet in meiner langjährigen Karriere hier auf dieser Welt. Deshalb behaupte ich einfach mal, wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Wir checken alle irgendwie kaiserlich oder weniger kaiserlich irgendwann mal aus dem Bauch von der Mama aus und sind dann hier und denken, oh, wo bin ich hier? Das ist vielleicht der Grund, warum wir dann erstmal anfangen zu schreien und sagen, ey, ich bin hier irgendwie falsch. Warum erwähne ich das? Vielleicht kennst du das so aus Kindertagen. Ich kenne das nur zu gut, dass ich gedacht habe, mich oft fehl am Platz gefühlt habe. Dass ich gedacht habe, mit mir stimmt irgendwas nicht. Dass ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie anders als die anderen. Und gedacht habe, das im Außen, was ich da so sehe, und das ist alles nicht meine Wahrheit. Vielleicht kennst du das. Und dann herzlichen Glückwunsch, umso mehr, dass du hier bist, weil dann gehörst du erst recht zu den 10% der Menschen, zu den 10% ganz besonderer Menschen. Und das ist jetzt keine Beurteilung, sondern es gibt einfach 90% der Menschen, die fühlen sich mit dem, wie das Leben einfach so ist, mit Vorschriften und allem Möglichen, was dazugehört, wohl. Das ist ja nichts falsch dran. Aber du wärst jetzt hier nicht in unserem Universum, wenn du mehr wissen wolltest, wenn du hinter die Kulissen blicken wolltest und wenn du mehr aus deinem Leben machen möchtest und eigentlich vielleicht schon viel zu lange wirklich mal dem Ruf deiner Seele folgen möchtest, wissen willst, warum bin ich überhaupt hier? Und ja, jetzt endlich mal die Gesetze des Lebens, die Naturgesetze verstehen möchtest. Weil wenn wir aus dem Bauch von der Mama auschecken, dann bringen wir schon eins mit, so fundamentale Sätze, die wir glauben. Weil wir haben alles mitbekommen, was im Außen da schon so abgegangen ist, sag ich mal. Ob die Mama sich total glücklich gefühlt hat, dass jetzt Nachwuchs kommt, oder ob sie viel Streit mit dem Papa hatte, ob sie finanzielle Sorgen hatte, was auch immer. Wir hatten ja im Bauch von der Mama noch kein eigenes Ich-Bewusstsein. Sonst hätten wir ja können sagen, hey, das ist dein Ding da oben, hat nichts mit mir zu tun, ich mache eh mein eigenes Ding. Und so haben wir schon ganz viele Dinge, deshalb unterscheide ich auch so gerne zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstem, ganz vieles mitbekommen hier an Themen. Du kannst es gerne auch karmische Themen nennen, egal welchen Begriff du dafür nimmst, wenn wir ausgecheckt sind. Und dann wollen wir uns eigentlich entwickeln, und dann kommt die gut gemeinte Erziehung uns dazwischen. Da fällt mir gerade so eine kleine Situation ein mit Madeleine und mit Roman, wo mir jemand gesagt hatte, oder meine Begleitung der Kinder, ich habe es immer als Begleitung gesehen, angezweifelt hat und irgendwie hat was aus mir gesprochen. Die Kinder brauchen keine Erziehung, die brauchen eine Entwicklung. Ja? Das ist uns allen irgendwo, einschließlich mir, und ich bin auch, kann ich hier ganz offen sagen, keine Übermutter. Auch ich würde rückblickend das ein oder andere mit Madeleine, mit Roman anders machen. Aber Fehler sind dazu da, gemacht zu werden, auch in Frieden damit zu kommen. Nur du musst diese Fehler ja jetzt nicht weiter, die wir bislang gemacht haben, auf ein neues machen. Ja? Und so kommen ganz viele Themen in der Kinderstube, in der Schulzeit, Prägungen, Muster, Themen, die über uns gestülpt werden. Wir sind einfach in einem System groß geworden, wo es darum geht, in der Schule den Lehrplan durchzuziehen. Da geht es
kaum darum, die Persönlichkeit zu entwickeln. Ich weiß noch, als ihr beide in die Schule gekommen seid, wie schwer ich mir damit die Entscheidung getan habe, dieses klassische Schulsystem euch durchlaufen zu lassen, aber nicht den Mut hatte, damals auch Deutschland zu verlassen und zu sagen, hey, ich mache absolut mein eigenes Ding, weil Homeschooling no chance in Deutschland damals. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, mach mal klassisches Schulsystem und ich gebe euch beiden dann einfach so weit, dass irgendwie dann zu Hause möglich ist, noch ein paar andere Dinge mit. Ist, glaube ich, ganz gut gelungen, Madeleine, oder? Definitiv. Ja. Genau, also das sind alles Dinge, diese Dinge, die wir schon mitbringen, die sind ganz tief in unserem Unbewussten verborgen. Was wir dann nachher selbst an Prägungen, an Mustern, an Glaubenssätzen aufnehmen in der Kinderstube, in der Schulzeit, in der Ausbildung später, das sind diese Prägungen, die dann auch noch im Unterbewusstsein dazukommen. Und dann kommt noch ganz viel dazu, das ist der dritte Schritt, dass wir ganz viel am Bewerten und am Beurteilen sind. Und in Schlussfolgerungen denken. Wir sind ganz viel am Bewerten und Beurteilen, nicht nur von uns selbst, weil wir den Glauben an uns selbst verloren haben, weil man uns nicht ständig auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, hey, du bist eine geniale Persönlichkeit. Es gibt nichts Wichtigeres in deinem Leben, als deinem Herzen zu folgen. Das habt ihr ja auch eben an der Beschreibung von Madeleine mitbekommen, mir ist das auch nicht zu 1000% bei den Kindern gelungen, weil da waren ja auch noch viele Einflüsse von außen oder wo ich auch noch unbewusst Themen von mir gegeben habe. Ja? Und so bewerten und beurteilen wir ganz, ganz viel, nicht nur uns selbst, sondern auch Dinge im Außen und kommen dann zu der Schlussfolgerung, das ist halt so, weil alle das so machen. Ich kann das jetzt nicht anders machen, jetzt haben wir eine besondere Situation im Außen, das geht jetzt nicht, weil. Aber Wahrheit, haben wir nicht immer ganz besondere Situationen im Außen? Jetzt heißt sie halt so, wie sie jetzt heißt. Aber besondere Situationen, wo wir uns Geschichten erzählen, weil wir in der Bewertung, der Beurteilung, der Schlussfolgerung sind, die haben wir immer. Und die hatten wir auch immer. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich davon zu lösen. Pippi Langstrumpf-Mentalität. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie es mir gefällt. Madeleine, magst du da mal ein bisschen was zu sagen, wie es dir da ganz gut gelungen ist oder was so deine Tools, Techniken sind, sich von diesen Bewertungen, Beurteilungen, von den Dingen, die von außen so auf einen einströmen, zu lösen und zu denken, okay, ich stehe zu mir, ich mache trotzdem mein eigenes Ding. Ja, natürlich, also da war für mich ganz, ganz, ganz entscheidend wichtig, dass ich verstanden habe, dass ich mir wirklich die Welt so erschaffen kann, dass es gibt nicht nur diese eine Realität, wir alle leben in verschiedenen Realitäten. Für den einen ist das normal, für den anderen ist das normal. Und ich habe einfach immer mehr verstanden, es ist das, was ich glaube. Und ja, jedes Mal, wenn dann irgendwas kommt, was mich enger fühlen lässt, also das spürt man ja auch im Körper, wenn dann irgendjemand was sagt, wenn das Herz dann so runterrutscht oder irgendwie verkrampft sich was, dann merke ich ja schon, irgendwie stimmt das gerade nicht mit dem überein, was wirklich in mir ist oder was ich wirklich will. Weil ich denke, du sagst es ja auch, wir sind unendlich große Wesen in uns drin. Klar, wir sind dieser Körper, den wir sehen und anfassen können, aber wir sind noch viel, 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 viel mehr. Und genau das ist in uns. Und wenn ich merke, da ist etwas im Außen, was nicht mit dem übereinstimmt, was in mir ist, dann brauche ich das auch gar nicht anzunehmen und aufzunehmen. Und ich muss das auch nicht mit Gewalt wegdrücken dann oder mich von Personen dann extrem entfernen oder so. Natürlich ist das manchmal auch eine Sache. Oder nicht nur Personen, sondern grundsätzlich Situationen, Dinge, irgendwie, wenn ich was lese oder so, dann lese ich halt nicht weiter. Sondern wenn ich für mich klar bin, was für mich richtig ist, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann spüre ich auch, was ist das Richtige für mich und was eben nicht. Ja, wow, sehr schön zusammengefasst.
Und was du eben auch gesagt hast, Madeleine, ist, will ich das glauben? Und egal, in welchen Kulturen du recherchierst, alle Weltkulturen sagen alle das Gleiche. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle und nach deinem Glauben wird dir geschehen. Weil unsere Gedanken und das, was wir glauben, wenn du jetzt denkst, mit den Glaubenssätzen habe ich schon so viel gemacht und gehört und tralala, ja, funktioniert bei mir nicht. Es geht auch, wie wäre es, wenn es nicht darum ginge, jetzt nochmal in Glaubenssätzen zu wühlen, was denn alles noch in dir drin ist, was dich bis eben daran hindert, sondern jetzt zielorientiert in die Richtung unterwegs zu sein, wo du wirklich hin möchtest und alles, was auf dem Weg da aufkommt an Themen, zu hinterfragen. Und das ist das, was du ja, Madeleine, auch eben so gesagt hast. Will ich das glauben? Wenn ich anfange, was zu lesen, was da steht, in der Zeitung oder in irgendeinem Buch oder im Internet oder so, und merke, du hast das so schön beschrieben, da kommt so eine Enge auf, das macht irgendwas mit mir. Ich für mich habe das früher tatsächlich auch schon so ein bisschen so als Angst, es kommt so eine Art Angst auf, bezeichnet. Dann muss ich das nicht weiterlesen und mein Gehirn damit füttern. Bring dir ein Beispiel dazu. Und ich drücke es jetzt mal so ein bisschen esoterisch vielleicht auch aus. Wenn du ein Wasserglas hast, ich habe gerade geguckt, ob ich hier eins stehen habe. Nee, habe ich nicht. Aber stell dir vor, du hast ein Wasserglas und da ist dein reines Bewusstsein drin. Dein halbwegs reines Bewusstsein repräsentiert dieses Wasserglas. Und du nimmst ein Kännchen, da ist irgendeine braune Brühe drin. Und du machst immer wieder in dieses Wasserglas ein paar Tropfen von der braunen Brühe. Das Wasser kann nicht reinbleiben, wenn da vorher reines Quellwasser drin war. Und genau das ist das, was geschieht, wenn wir dann solche Texte weiterlesen, wenn wir Dinge weiter hören. Da dürfen wir auch mal Gedankenhygiene machen, so wie wir uns morgens duschen. Mal wirklich Einladung an dich, achte mal darauf, was du jeden Tag bewusst, unterbewusst und unbewusst in dein System reinlässt. Weil selbst wenn wir sagen, wir hören keine Nachrichten, wir lesen keine Zeitung und dennoch nehmen wir ganz, ganz viel rundum auf. Das merke ich gerade ganz extrem, so der Unterschied zwischen Zypern hier und wenn ich dann Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs bin, wie viel mehr ich da tatsächlich aufnehme, als das hier ist, weil hier einfach auch eine andere Energie herrscht. Das kannst du auch bestätigen, Madeleine, ne? Ja, natürlich. Und eine Sache möchte ich gerne noch dazu sagen, für diejenigen, für die sich das jetzt anstrengend oder so anhört, so, ach, muss ich dann jetzt auf alles achten und okay, ne? Weil du es jetzt so schön mit der Gedankenhygiene beschrieben hast, es gibt da ein schönes Beispiel mit dem Zähneputzen, dass man ja auch nicht immer jedes Mal Lust hat, sich die Zähne zu putzen, jeden Morgen und jeden Abend. Nach dem Essen wird es ja immer empfohlen, also jedes Mal die Zähne putzen, da hat man ja auch nicht immer Lust drauf. Man wird sich abends auch mal gern, wenn man so müde ist, einfach ins Bett legen. Aber meistens putzt man sich ja trotzdem die Zähne, weil man will ja keine faulen Zähne haben. Man will ja nicht, dass die Zähne ausfallen, braun werden, wie auch immer. Und genauso möchtest du ja auch nicht, dass da drin irgendwie braun und faul wird, sag ich mal. Sehr gutes Beispiel, super, danke Madeleine, genial, cool. Ja, genau. So, und dann kommt der nächste, vierte Schritt. Aufmerksamkeit, Fokus. Da, wo unsere Aufmerksamkeit ist, du kannst dir das vorstellen, ich nenne das immer gerne so oder bildlich, metaphorisch gesprochen, da steht eine Kellnerin, die Universumskellnerin, die nimmt deine Bestellung auf. Und da, wo dein Fokus ist, das, was du bestellst, auch unbewusst, ich habe da gleich noch ja, eine Idee, wie ich dir das mal auch weitergeben kann, damit dir das mal greifbar ist, damit wir deinen Denker, den Kopf auch mit im Boot haben. Das, was du auch auf der unbewussten Ebene bestellst, da sagt die Universumskellnerin, okay, dein Wunsch ist mir Befehl und das wird geliefert. Da, wo dein Fokus ist, wo deine Aufmerksamkeit ist. Und das Universum, das Leben, Gott, deine Schutzengel, egal welchen Namen du dieser Energie auch geben möchtest, die nehmen einfach nur, wie wenn du in ein Restaurant gehst und bestellst,
keine Ahnung, wir waren gestern Abend hier beim Chinesen noch essen, ein leckeres Tofu mit Nudeln und eine Gemüseplatte und zur Vorspeise noch Frühlingsrollen, vegetarische. Das wird geliefert, weil wir es bestellt haben. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass das, dieser Bewusstseinszustand, in dem du dich in erster Linie auch unbewusst befindest, auch das wird beim Universum bestellt. Und dann wundern wir uns, jetzt habe ich diese Situation hier schon wieder im Leben, wollte ich doch eigentlich gerne mal hin, habe schon wieder eine Runde gedreht. Hey, was soll denn das? Das funktioniert bei mir nicht. Nein, es ist einfach nur so, dass du auf der unbewussten Ebene Dinge bestellt hast. Das Leben, das Universum ist immer wohlwollend an deiner Seite. Und Intuition ist immer perfekt. Madeleine, das hast du ja jetzt auch zu Beginn erzählt, wie du einfach deinem Herzen gefolgt bist, auch wenn es nicht immer der Kopf so rebelliert hat. Ja. Kann ich das jetzt nicht machen? Ja. Sonst wärst du jetzt nicht da, wo du jetzt bist, ja? Genau, ja. Es ist mir auch aufgefallen, jedes Mal, wenn ich man spürt ja die Intuition mal mehr und mal weniger stark. Manchmal ist es ein ganz klares, mach das. Und manchmal ist man so ein bisschen, weiß nicht, das oder das, ich weiß es nicht. Da geht es dann vielleicht auch, sich mehr reinzuspüren. Aber jedes Mal, wenn ich ganz genau... Wenn ich dich unterbreche, ganz kurz, einfach weiterreden, ich muss hier für Strom sorgen, sonst bin ich gleich weg. Ja, was ich sagen wollte, jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, genau das und das ist jetzt meine Intuition, also genau das sollte ich jetzt tun, das ist jetzt das Richtige. Und dann aber der Kopf kam und gesagt hat, das kannst du jetzt nicht machen oder das kommt doch jetzt blöd, wenn du jetzt schon wieder absagst zum Beispiel. Jedes Mal habe ich dann wieder gemerkt, warum meine Intuition perfekt gewesen wäre. Also mir wurde dann immer wieder ganz klar gezeigt, ja, hättest du doch auf die Intuition gehört. Also wärst du doch diesen Weg gegangen. Das ist immer wieder ganz, also mir wurde immer wieder bewiesen, warum die Intuition perfekt gewesen wäre, wenn ich ihr nicht gefolgt bin. Und wenn ich ihr natürlich folge, dann weiß ich auch, warum es perfekt ist. Vielleicht nicht im ersten Moment. Das kommt vielleicht auch mal ganz viel später. Aber wenn die Intuition da ist, wenn es sich richtig anfühlt, dann gilt es auch, dieser Intuition zu folgen, weil es wird sich immer zeigen, warum das genau richtig war. Ja. Genau. Ich habe das früher, und das kennt bestimmt auch außer mir niemand hier, immer so unter dem Tenor gesehen, rückblickend hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Ja, genau. Und dennoch ist es das Ding, wenn du jetzt denkst, naja, ich habe da schon mal auf meinen Bauch gehört und trotzdem war es falsch. Da zu unterscheiden, der allererste Impuls, der kommt immer aus dem Herzen. Da kommt der Verstand, der Denker sowieso nicht mit. Das Herz, das hat ja schon geschlagen, bevor unser Verstand, unser Denker überhaupt gewusst hat, dass es ihn gibt. Der hat sich ja erst im Laufe der Zeit entwickelt, als wir ausgecheckt waren. Das Herz war vorher schon da. Und da gibt es auch wissenschaftliche Zahlen dazu, wie viel höher die Herzintelligenz überhaupt ist. Ich bin kein Zahlenmensch, das kann ich dir jetzt hier nicht weitergeben. Aber nur zu deiner Rückenstärkung. Veränderung, dem Ruf der Seele zu folgen und sich wirklich das Leben zu erschaffen, so wie es Pippi Langstrumpf-Mentalität einem selbst gefällt, ist immer ein Verlassen der Komfortzone. Ist immer etwas anders zu machen als andere. Und das ist das, wo du darauf achten darfst. Es fühlt sich jetzt komisch an und dann nicht den Rückschritt machen solltest, wenn du wirklich weiterkommen möchtest, zu denken, okay, das muss sich jetzt alles komplett leicht und frei anfühlen, sondern genau da, wo dann letzten Endes auch nochmal Widerstände sind, weißt du, das ist deine größte Entwicklung, das ist dein größtes Weiterkommen. Ja? Ja. Kannst du auch ganz, ganz viele Beispiele bestätigen, Madeleine? Ja. Ja. Was mir jetzt noch wichtig war zu sagen, ist, dass wenn du merkst oder wenn du dich auch an Situationen erinnerst, dass da war dein Bauchgefühl ganz klar und trotzdem war der Kopf stark genug, um zu sagen, nee, wir machen das jetzt trotzdem so, dass du dich auch nicht dafür verurteilst und bewertest, weil da wären wir ja dann wieder beim Bewerten. Mhm.
dass du nicht sagst, oh, jetzt habe ich schon wieder nicht auf meine Intuition gehört, was ist eigentlich falsch mit mir, sondern dass du tatsächlich in dem Moment dann auch hinschaust, okay, da war mal wieder ein Beweis, warum Intuition perfekt ist, dann gehen wir weiter. Und da ist auch die Leichtigkeit da drin. Ja. Von der du jetzt auch gesprochen hast. Ja. Ja, sehr gutes Beispiel. So, dann sind wir auch schon beim fünften Schritt. Das hat Madeleine jetzt wiederum so wunderbar zusammengefasst. Die Entscheidungen, die wir dann letzten Endes treffen. So erschafft sich jeder von uns seine Lebenswirklichkeit im Außen. Wir bringen so fundamentale Dinge schon mit, nennt es Karma, wie auch immer und warum auch immer, müssen wir nicht drin rumwühlen, wir müssen auch nicht mehr in vergangenen Dingen rumwühlen. Als ich vor 18 Jahren in die Richtung ja mich auf den Weg gemacht habe, habe ich ganz viel auch mit Aufstellung gearbeitet, mit System, mit Timeline, mit keine Ahnung, was immer an Methoden, auch mit Rückführungen und. Das braucht es jetzt nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr die Zeitqualität, die wir haben. Es darf jetzt leicht gehen, es darf einfach gehen und dennoch zu erkennen, okay, wenn es jetzt unbequem wird, dann ist da der nächste Schritt. Dann liegt genau da mein Potenzial. Und dafür darfst du dich dann auch entscheiden. Das ist die jetzige Zeitqualität und das ist die besondere Zeit hier auch, die jedem von uns und vor allem dir, weil du jetzt hier auch in unserem universellen Feld bist, dir das zeigen möchte. Der Hinweis erlaubt dir, die Entscheidung zu treffen für dich, für dein Leben, so wie du es gerne hättest. Dann freut auch die Universumskellnerin und denkt, yeah, jetzt hat sie endlich mal das bestellt, was sie mir immer schon eigentlich bestellen wollte und dann doch wieder was anderes bestellt hat und sich dann beschwert hat, warum ich ihr was anderes geliefert habe. Ja. Und ganz, ganz wichtig ist dabei einfach, solange du diesen unsichtbaren Rucksack, ich nenne es jetzt mal unsichtbaren Rucksack, den wir alle mitgebracht haben, nicht auspackst, was da mal drin ist, ich nenne das gerne Seelenplan, deine Lebensaufgabe, den Sinn deines Lebens, warum du überhaupt hier bist, wirst du auch das Navigationssystem nicht wirklich haben. Metaphorisches Beispiel, ich kenne es nur zu gut von mir früher, als Bild jetzt mal auf den Punkt gebracht, ich habe im Boot gehockt, gefühlt 1000 Talente, Fähigkeiten, Interessen, Begabungen, Bücher gelesen, Kurse besucht, Seminare angeschaut, keine Ahnung, was auch immer. Und den Sternen förmlich in der Gegend rumgeschippert. Und da war das rettende Ufer, wo die Universumskellnerin, von der ich damals noch nichts wusste, zwei gerufen hat, hey, hierher, komm hierher. Aber ich habe es nicht gesehen. Das Navigationssystem hat gefehlt. Weil ich es damals einfach nicht besser wusste, weil ich damals nicht wusste, dass, wie wir unsere Lebenswirklichkeit erschaffen mit den Punkten, die wir so gerade durchgegangen sind. Und ganz, ganz wichtig, dass du auf der unbewussten Ebene in dieses Gefühl, in diesen Glauben, in diese Gedanken reinkommst, so wie du es wirklich haben möchtest, dass du deinen klaren Fokus hast, dass du in diesem Bewusstseinszustand nicht nur morgens für 5 Minuten bist, wenn du vielleicht sowas machst wie ein Dankbarkeitsbuch schreiben und abends auch nochmal dankst für diesen wunderschönen Tag heute, auch wenn ein paar Dinge waren, die du so eigentlich nicht wolltest. Es manifestiert, jetzt nehme ich mal noch ein anderes Wort, das du bestimmt auch schon mal gehört hast, in den Mund. Es wird immer das manifestiert, also dir geliefert, wo du überwiegend in dieser Energie du bist. Weil es ist alles eine große Energie, hat Madeleine ja eben schon angesprochen. Wir haben zwar diesen Körper, aber wir sind in Wahrheit Energiewesen. Wir sind unendlich große Wesen, die jetzt in diesem Körper hier fürs bloße Auge sichtbar sind. Im Grunde genommen nichts anderes. Und dieser überwiegende Bewusstseinszustand, in dem du dich tagsüber befindest, ist das, was bei der Universumskellnerin ankommt. Die macht da, kannst du dir vorstellen, wie so eine Checkliste. Wie viel war sie heute in der Fülle? Wie viel war sie da? Und dann, okay, und das, was schwerer wiegt, das liefert sie dir, ohne was zu bewerten. Auch wenn sie vielleicht denkt, naja,
Eigentlich will sie ja immer was anderes, aber gut, sie hat es halt wieder bestellt. Sie hat halt wieder Wackelpudding bestellt. Ich weiß, morgen erzählt sie mir wieder, sie mag den nicht, aber sie hat es bestellt, okay, lieber ich ihr. Und wie kannst du jetzt feststellen, in welchem Bewusstseinszustand, nur mal eine ganz kleine Übung, du dich überwiegend befindest, da gibt es eine grenzgeniale Anleitung dazu. Stell dir mal vor, deine beste Freundin kommt morgen zu dir, keine Ahnung, hat vielleicht im Lotto gewonnen, ist Millionärin jetzt geworden und kann sich jetzt die schönsten Dinge auf dieser Welt erlauben, keine Geldsorgen mehr, macht nur noch das, was sie machen will und wenn das 5 Wochen Südsee-Hängematte ist, egal jetzt was. Was denkt es da als allererstes in dir? Und da muss noch nicht mal Neid aufkommen. Oder auch wenn du andere hier im Internet beobachtest und denkst, wow, die haben es ja gut. Wo, wie ich ja früher auch, so ein bisschen mit Tränen in den Augen vom Computer gehockt hatte und gedacht habe, wow, so ein Leben hätte ich auch gerne, würde ich auch der Familie und den Kindern gerne ermöglichen. Ich kann das nicht, die kann das. Ich habe mich minderwertig gefühlt, ich habe mich klein gefühlt, ich habe mich ohnmächtig gefühlt, ich habe gedacht, machen die das nur? Hätte ich doch auch gerne. Das war der Bewusstseinszustand, in dem ich in dem Moment war, nämlich, ich kann es nicht. Die können das. Du merkst, es muss noch nicht mal Neid aufkommen, selbst wenn du aus tiefstem Herzen sagst, ich gönne denjenigen das. Aber solange du unbewusst denkst, ja, ich gönne denen das, die können das, aber ich nicht, sind das genau die Dinge in dem Bewusstseinszustand, du tagsüber auf der unbewussten Ebene zum größten Teil bist. Und das ist genau der Punkt, warum du bis eben immer noch nicht dort bist, wo du eigentlich gerne hin möchtest. Weil es gibt Situationen in deinem Leben, dann möchtest du raus, behaupte ich jetzt einfach mal. Irgendwas hatte ich ja hier in unserer Community angesprochen, deinen Seelenplan zu entdecken. Es gibt irgendwo Bereiche in deinem Leben, wo du gerne was anders machen möchtest. Vielleicht ist es ja auch schon so, dass deine Seele dir schon ganz viele körperliche Signale schickt, wie das bei mir früher auch war. Könnte man jetzt so eine Stunde drüber sprechen, was meine Seele mir alles an körperlichen Disharmonien geschickt hat. Das Leben ist immer an unserer Seite und wir haben es ja nicht gehört, auf unser Herz zu lauschen, dieser Intuition zu folgen. Und die Seele, die spricht über Gefühle mit uns, über die ganz leise Sprache von Gefühlen. Und je länger wir die missachten, wird sie kreativ und dann denkt sie, okay, jetzt gucke ich mal, wie ich das Menschlein hier noch ein bisschen mehr drauf aufmerksam mache. Da ist noch mehr für dich möglich. Und dann schickt sie uns mit unserem Körperbotschaften, körperliche Signale. Ich nenne es lieber Disharmonien als Krankheiten. Also alles, was wir ans Universum aussenden, das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Und das ist auch der Grund, ganz ehrlich, warum die Masse der Menschen, und da ist nichts falsch dran, es ist einfach so, wie es ist, aber ich erwähne das deshalb, um dir die Rückenstärkung zu geben, du bist ja hier, du willst ja mehr aus deinem Leben machen. Nie die Kontrolle über ihr Leben wirklich übernimmt, weil voller Bewertungen, Beurteilungen, Schlussfolgerungen, Verantwortung auch an andere abgeben, und das geschieht auch auf der unbewussten Ebene, das ist nicht gewollt. Die Außenwelt ist immer ein Spiegel deiner Innenwelt. Immer. Die Außenwelt ist immer ein Spiegel deiner Innenwelt. Ich habe die Woche so einen Satz gehört, wo ich mit einer Frau gesprochen habe und gefragt habe, was ist denn so dein Ziel? Ich will Freude und Spaß bei der Arbeit haben. Cool. Wie wäre es denn mit dem Gedanken, ich will Freude und Spaß im Leben haben?
Ich will Freude und Spaß im Leben haben. Bei Wahrheit, wer von uns ist denn hierher gekommen, um zu arbeiten, sich zu verbiegen, Dinge zu machen, die wir gar nicht wollen? Da bist du so ein gutes Beispiel für, Madeleine. Das ist in dir so unbewusst angelegt, dass du eigentlich immer schon klar wusstest, was du willst, auch wenn sich das später nicht so direkt gezeigt hat. Und das ist diese Kraft und diese Energie, von der du eben gesprochen hast, warum du gesagt hast, das ist einfach nicht meines. Ja? Und deinem Herzen gefolgt bist. Sehr schön. Okay. Also mit anderen Worten, im fatalen Fehler, den du wirklich Einladung von uns ab heute nicht mehr machen solltest, die Verantwortung an andere abzugeben oder Dingen im Außen die Macht zu geben. Weil das Universum wird dir immer das dann liefern, was du eigentlich nicht möchtest. Weil dieses Manifestieren, das funktioniert. Die Bestellungen beim Universum, die funktionieren immer. Nur wenn bis eben nicht das geliefert wurde, was du eigentlich gerne möchtest, dann liegt das daran, dass im Unbewussten einfach diese Energie überwiegt. Das ist auch der Grund, sage ich dir ganz ehrlich, ohne Menschen an meiner Seite, die dort waren, wo ich hin wollte, hätte ich das nicht geschafft. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, wie früher, als wir in die Schule gekommen sind, wo man uns Lesen und Schreiben beigebracht hat, haben wir auch Mentoren, man nannte die Lehrer, uns beigebracht haben, wie das geht mit Rechnen und Schreiben. Nur dann haben wir das Schulsystem verlassen, haben vielleicht schon eine Ausbildung gemacht oder auch ein Studium und haben dann gedacht, jo, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Braucht niemand mehr an meiner Seite. Madeleine, du kannst dir auch wahrscheinlich nie wieder vorstellen, jemanden an deiner Seite zu haben. Und da spreche ich jetzt nicht von mir, sondern von Mentoren, von Menschen, die dort sind, wo du hin willst. Ne? Nö, auf keinen Fall. Ja, das ist also, natürlich habe ich mit dir ja quasi die perfekte Mentorin schon direkt quasi im Haus. Also, es ist unverzichtbar. Es ist unverzichtbar, jemanden zu haben. Vor allem, weil du mit diesen Personen, mit diesen Mentoren, mit denen kannst du über diese Dinge auch sprechen. Ich will gar nicht sagen, dass man mit Freunden oder so, Freunden, Partner oder Familie nicht über diese Dinge sprechen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nicht mit jedem darüber sprechen kann und möchte. Und dass es umso erfüllender ist, über diese Dinge zu sprechen mit jemandem, der mich versteht, der weiß, wovon ich rede. Ja. Und wie es mir geht. Ja. Du hast ja auch andere Mentoren, du hast mich jetzt genannt, danke. Aber du hast ja dennoch auch andere Mentoren an deiner Seite, zusätzlich zu denen du dich hingezogen fühlst. Ja? Und teilweise haben wir gleiche Mentoren, teilweise habe ich nochmal andere. Das ist das Geheimnis, sich wirklich auch begleiten zu lassen. Sich wirklich begleiten zu lassen, an die Hand zu lassen. Madeleine. Ganz genau, also wir sind vollkommen. Jeder von uns ist vollkommen. Wir haben alle diesen Körper, diesen physischen Körper, wir haben alle unsere Seele, unser Herz. Wir sind vollkommen, wir sind unendlich große Wesen und wir haben auch schon alles in uns. Und wir leben in einer Gemeinschaft. Und wir dürfen uns gegenseitig helfen, dürfen uns gegenseitig hochbringen, weil das ist einfach der leichtere Weg. Es geht auch alleine, das will ich gar nicht ausschließen. Wenn es dir aber auch um den leichteren Weg geht, sage ich mal, also wenn du nicht kämpfen willst, in dem Sinne dieses harte Arbeiten oder wie, weißt du noch, wie man das vielleicht anders beschreiben kann, dann ist es wichtig, dass man jemanden hat an seiner Seite, der einem klar auch den Weg zeigen kann, weil er weiß ja, wie dieser Weg aussieht. Manchmal wissen wir ja nicht mehr genau, wie dieser Weg aussieht. Wir wissen vielleicht, wie das Ziel aussieht,
Aber der Weg, der ist trotzdem noch zu beschreiten. Ja. Wie ein Navigationssystem. Und du hast eben ja gesagt, du willst auch nicht unbedingt mit jedem über deine großen Ziele sprechen aus dem Umfeld. Es ist auch so wichtig, wirklich mit befruchtend Menschen in seinem Umfeld zu haben, die auch groß denken. Und wenn das Umfeld, das ist nicht bös gemeint, diese Ratschläge und alles, die man da bekommt. Und gerade von den besten Freunden, die meinen es ja wirklich gut, die Familie, die meint es, alle meinen es gut mit dir. Nur guck bitte Einladung genau hin, wenn du von jemandem Ratschläge, Tipps und Impulse bekommst, wo steht derjenige? Steht er ansatzweise dort, wo du hin möchtest? Oder ist er auch noch in seinen Themen gefangen und lebt auch noch nicht das Leben, was er eigentlich gerne möchte? Ganz, ganz wichtig. Und da würde ich dich auch gerne mal dazu einladen, oder wir beide. Stell dir mal die Frage, wenn alles für dich möglich wäre, es ist alles für dich möglich. Ich formuliere es jetzt nur bewusst so, damit wir so ein bisschen den Denker im Boot haben, der nicht schon gleich wieder sagt, naja, ich bin ja zufrieden mit dem, was ich habe. Gibt ja da draußen Menschen, denen geht es ja schlechter als mir und, und. Deshalb die Frage, wenn alles für dich möglich wäre, wie würdest du leben? Wo würdest du leben? In welcher Situation? Wo würdest du dich in erster Linie aufhalten? Was würdest du tagsüber machen? Welche Menschen wären an deiner Seite? Wie würdest du dich ernähren? Wie würdest du dich kleiden? Welches Auto würdest du fahren? Wie würdest du wohnen? Und. Denk mal outside the box. Erlaub es dir. Und das sind alles Dinge, die für dich vorbereitet sind im Feld. Alles, was du denken kannst, was du dir vorstellen kannst, ist alles im universellen Feld für dich vorbereitet. Da steht niemand, weder das Geld noch sonst irgendjemand und sagt, nee, zu dir schicken wir das nicht. Nee. Hier innen fällt alles an. Alles, was du im Außen siehst, ist nichts anderes als eine Projektion deiner Innenwelt. Und wir beide, Madeleine, haben oftmals so viel Spaß in verschiedenen Situationen und sagen, hey, guck mal, wie hat das Universum das jetzt hier wieder geregelt? Das heißt mit anderen Worten, es darf ganz viel Freude und Spaß auch machen im Leben. Wir sind nicht dazu da, uns zu verbiegen und tagsüber Dinge zu machen, sondern morgens schon, Madeleine kann sich noch mehr daran erinnern als ich, lieber morgens aus dem Bett hüpfen und sagen, hey, was für ein großartiger Tag ist heute, was kann ich heute entdecken? Ja? Ja. Machen wir alle als Kinder. Wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit kann ich heute haben? Und das geht auch im Erwachsenen-Dasein. Stimmt, Madeleine, ne? Ja, sehr schön. Schön. Okay. Gut, also, es kann nur auf dem Weg funktionieren, dass du überwiegend in dem Bewusstseinszustand bist, dass das manifestiert wird, was du eigentlich wirklich möchtest, sprich nenn es Ziele oder wie auch immer. Und das funktioniert natürlich am besten mit diesen 5 Schritten, indem du absolut Klarheit hast, was entspricht wirklich dem Sinn deines Daseins, deinem Seelenplan, deiner Lebensaufgabe. Wenn du auf dem Weg dahin, 2. wichtiger Schritt, alle Schleier, Energien, unheilsame Prägungen, und da ist eine große Prägung auch im Hinblick aufs Geld mit dabei, ohne jetzt da näher drauf einzugehen. All das, was über dich gestülpt wurde im Laufe der Jahre, wenn du dich davon befreist, ich nenne das jetzt mal so pauschal als Schleier, wenn du die mal lüftest und dann im 3. Schritt dir wirklich klar drüber wirst, wie genau will ich es wirklich haben? Wenn alles für mich möglich wäre, formulier die Frage gern so, wenn schon so viele Muster und Schleier, Prägungen, wie das bei mir früher auch war, als mein erster Mentor zu mir mal gesagt hat, beginn mal ganz groß zu träumen und groß zu denken. Keine Idee, über den Tellerrand hinaus zu denken. Das hat alles wie so ein Damoklesschwert über mir gelegt.
Und die größte Prägung, die ich hatte, wo ich wirklich oft gedacht habe, ich habe schon so vieles geändert hier, aber ob ich das mit dem lieben Thema Geld auch noch hinkriege, da habe ich lange dran gezweifelt. Also, wenn alles für dich möglich wäre, wie genau willst du selbst es wirklich haben? Und dann ist der vierte Schritt unabdingbar, tagsüber zu nahezu 90% diesen Bewusstseinszustand zu halten. Und das funktioniert natürlich am besten in einem befruchtenden Umfeld, wenn du das bis eben noch nicht hast. Da sind wir wieder bei Mentoren an deiner Seite, die dir da immer wieder helfen, die dir den Weg zeigen, das Navigationssystem. Na, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel in München wohnst und willst nach Frankfurt, du hockst dich ja auch nicht ins Auto und fährst einfach los. Du machst Navi an. Logisch. Logisch. Und dann der nächste Schritt, ein System zu integrieren, das zu dir, zu deiner Lebensaufgabe, zu dem, wie du dein Leben wirklich haben möchtest, zu deiner Vision wirklich passt. Und wenn du da bis eben schon einige Gehversuche gemacht hast und es hat noch nicht funktioniert, kannst du dir auch weiter die Geschichte erzählen, bei mir funktioniert es nicht. Und ein fataler Fehler würde ich dich auch dazu einladen, wenn du da schon erste Gehversuche gemacht hast, weil den habe ich auch gemacht in meinen früheren Anfängen. Ich habe geguckt, wie machen andere das? Ich habe mich mit Webseite beschäftigt, ich habe mich mit Flyern beschäftigt, ich habe mich mit Visitenkarten beschäftigt. Zugegebenermaßen vor 18 Jahren, als ich in die Richtung gegangen bin, hat das auch alles noch ganz gut funktioniert. Aber das sind Dinge, die jetzt definitiv nicht mehr funktionieren. Jetzt geht es darum, dass du deine Einzigartigkeit erkennst, genau die Klarheit hast, warum bin ich hier, und ein System integrierst, das wirklich zu dir passt. Und dazu darfst du natürlich erstmal die Klarheit haben, was entspricht wirklich deiner Lebensaufgabe. Die Schleier, die Themen, die dürfen gelüftet werden, auf dem Weg aber dahin. Also nicht erst nochmal jahrelang gucken, was ist denn da für ein Schritt in mir drin, sondern auf dem Weg dahin. Damit das dieses Jahr auch funktioniert mit dem Leben, wie du es gerne hättest. Und schau mal, was für ein Beitrag ist das für die Welt. Stell dir mal vor, alle, wir sind ja nahezu 4000 wunderbare Menschen in unserer Community. Wenn in diesem Jahr hier nur jeder wirklich dem Ruf seiner Seele folgen würde, welche Auswirkungen hätte denn das auf die ganze Welt, auf die ganze Situation? Lass uns mal hier groß träumen. Und dieses System integrieren, was zu dir passt, weil ich das eben auch mit Webseite, mit Flyer und Räumlichkeiten anmieten und das Ganze erwähnt habe. Ich bringe dir da ein Beispiel, damit wir auch deinen Denker mit im Boot haben. Stell dir vor, da kommt jemand hier in unsere zivilisierte Welt, der kommt aus dem Hindukusch. Kein fließend Wasser. Der muss jeden Tag 10 Kilometer mit so einem Krug irgendwo hinlaufen, um Wasser zu holen. Eine Quelle. Der ist hier total begeistert, dass hier wir sowas haben, was aus der Wand kommt. Da dreht man dran und da fließt Wasser raus. Genial, sagt er. Das ist die Erfindung schlechthin. So ein Teil nehme ich mir mit. Und dann guckt er, wo er so einen Hahn bekommt, macht ihn in seinen Koffer, fliegt zurück in den Hindukusch, geht in seine Hütte, voller Erwartung. Ha, jetzt habe ich hier fließend Wasser. Macht diesen Hahn an die Wand. Macht vielleicht noch ein Kerzlein an zur Feier der Stunde. Dreht auf. Nichts tut sich. Ist enttäuscht. Es kann sich ja nichts tun, weil er nicht weiß, was sich hinter dem Hahn an System verbirgt. Er hat einfach nur den Hahn mitgenommen. Und das ist damit gemeint, du darfst Klarheit haben, was entspricht deiner Lebensaufgabe, deinem Seelenplan, und die Schritte nacheinander machen. Und dann funktioniert das auch. Dann guckst du auf dein Leben zurück und denkst, wow, hat ein paar Jahre gedauert. Bei mir hat es viele Jahre gedauert, bis ich das mal verstanden habe und da mal was ändern konnte. Und vor allem auch Madeleine und für die ganze Familie ein anderes Vorbild sein konnte. Weil du gehst vor, du darfst vorgehen.
Und so folgt ein Schritt nach dem anderen. Da gibt es genaue Anleitungen dazu, die dann zu dir passen. Und jetzt Trommelwirbel, weil genau diese Anleitung, Madeleine und ich, wir haben ja jetzt eine Weile noch mal intensiver auch miteinander verbracht oder verbringen einfach viele Zeit intensiv miteinander, aber da ist es so geflossen, wir sind unserer Intuition gefolgt und da ist was ganz, ganz Besonderes entstanden. Madeleine, magst du sagen? Das Kind ist geboren. Ja, ja. Also ja, wie du schon gesagt hast, wir haben viel zusammen auch, ja, dadurch, dass wir viel Zeit zusammen verbracht haben und auch viel auch unserer Intuition gefolgt sind, hat sich da quasi was zusammengebraut, sag ich mal. Und zwar unser neues Programm Soulmate Life. Yes. Yeah. Soulmate Life, genau. Genau. Und dieser Name, der beschreibt schon komplett alles, worum es geht. Und zwar Soulmate mit D hinten, das seelengemachte Leben. Also quasi wirklich dem Ruf der Seele, wie du es immer schön sagst, dem Seelenplan folgen und sich damit das Leben erschaffen, das man sich wirklich wünscht, für das man hier auf diese Erde gekommen ist. Mhm. Genau. Das ist so, ja. Und jetzt darfst du für dich eine Entscheidung treffen? Wie hättest du es künftig gerne? Nimmst du diesen Wink vom Universum an und sagst, yes, Soulmate Life, es hat seinen Sinn, warum ich mir das jetzt anhöre und diesem Impuls folge ich jetzt. Also nochmal, was heißt es für dich? Wir haben uns überlegt, Madeleine, ne, wir wollen ja jeden ganz intensiv auch begleiten. Deshalb gibt es begrenzte Plätze. Haben uns überlegt, mit 15 sind wir beide, es ist noch ein Team im Hintergrund, begleiten wir dich für einen Zeitraum von 8 Monate. Und wir machen genau die Schritte, über die wir gerade gesprochen haben. Du bekommst also wirklich von uns eine absolut exzellente Begleitung und wir starten auch zeitnah. Und bleib jetzt unbedingt noch dran, selbst wenn du sagst, nee, ist doch nichts für mich, weil ich habe noch ein bisschen was für dich vorbereitet oder wir beide haben noch was für dich vorbereitet, damit du wirklich auch, es gibt da noch so ein paar Feinheiten, die du ab sofort mit mir machen solltest, jetzt mal unabhängig von unserer Begleitung auch, damit du wirklich weiterkommst. Nur für diejenigen, die jetzt schon sagen, yeah, so mit live, da will ich einen Platz haben, du darfst dich dafür bewerben. Wir wollen dich näher kennenlernen und schauen, passt das auch, passt von der Chemie das. Das heißt, wir werden erstmal ein Telefonat miteinander führen und dann eben anschließend auch erst eine Entscheidung treffen. Also 15 Plätze gibt es jetzt, 8 Monate Begleitung. Ich schaue mal, dass ich den Link gleich auch hier reinposte für diejenigen, die ganz schnell sind und sagen, das lasse ich mir nicht entgehen. Bei Soulmate Live bin ich auf jeden Fall dabei. Deshalb zöger da nicht länger. Link kommt gleich im Kommentarfeld oder schau nachher rein. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, solange wir uns nicht entscheiden, auf der Stelle treten, nicht handeln, wir denken im Nachhinein immer, hätte ich doch damals, hätte ich doch nur. Ja? Und jetzt würden wir gerne mal noch mit dir so einen kleinen Check machen, um herauszufinden, für dich, also dass du für dich das herausfindest, ob du vielleicht nicht unbewusst irgendwo noch den ein oder anderen Fehler machst. Mit anderen Worten, woran du erkennen kannst, dass du nicht ganz so auf dem richtigen Weg bist, der zielführend ist, dahin, wo du eigentlich hin möchtest. Nämlich, wenn du sagst zum Beispiel, ich will ja, ich schmiede Pläne, es wäre ja schön, wenn. Du nimmst an Webinaren teil, du nimmst an Seminaren teil, du liest Bücher, du bist hier regelmäßig beim Sonntag live dabei. Du bist noch in anderen Gruppen aktiv, holst dir Impulse. Du machst Übungen, du schreibst Dankbarkeitsbuch, du meditierst, was auch immer an Ritualen. Bist in der Natur unterwegs, sprichst mit den Waldgeistern, Elfen und Feen, mache ich auch. Aber dann, wenn es wirklich ernst wird, wenn es darum geht, dich wirklich zu entscheiden, dann gehst du nicht weiter, dann stoppst du wieder. Oder du findest immer wieder Gründe, warum jetzt doch nicht der richtige Zeitpunkt ist.
nimmst Anlauf, wie jetzt zum Jahresbeginn, um dann irgendwie wieder festzustellen, ah, irgendwie fühlt es sich doch nicht gut an. Ah, ist jetzt doch unbequem. Ein herzlicher Gruß vom Stammhirn. Unser Stammhirn will keine Veränderung. Das ist immer noch aus Zeiten mit synaptischen Verbindungen vernetzt, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren und eine berechtigte Todesgefahr war, wenn wir unsere Komfortzone verlassen haben. Die mussten wir damals ständig verlassen, um uns und die Familie zu ernähren. Und aus dieser Zeit gibt es in unserem Stammhirn, das sind wissenschaftliche Beweise, immer noch synaptische Verbindungen, die dann sagen, das machen wir auf gar keinen Fall. Da besteht Lebensgefahr, da haben wir keine Referenzpunkte. Wir bleiben mal schön hier in unserer Komfortzone. Kannst du auch schon viele Lieder von singen, Madeleine? Gell? Ja. Und was ist passiert, wenn du deinem Herzen gefolgt bist? Wundersame Dinge. Hinter der Grenze der Komfortzone liegt dein größtes Potenzial. Also wenn wir schon unendlich große Wesen sind, dann kann das ja nicht der Bereich sein, in dem wir leben. Ja, genau, genau. Weil Wahrheit, dein Herz und deine Seele, die schreien nach Veränderung. Ich habe vorhin von körperlichen Signalen gesprochen, die meine Seele mir zuhauf geschickt hat. Und da war ich vielleicht auch das schlechte Beispiel auch für dich, Madeleine. Diese Dinge hast du so aufgenommen, dass du sagst, okay, liebe Seele, brauchst du mir nicht zu schicken, ich folge dir früher. Unser Herz, unsere Seele wissen immer ganz genau, wo sie hinwollen. Aber der entscheidende Schritt, den machst du einfach nicht. Warum auch immer. Vielleicht stellst du sogar die Geldenergie noch über dich, dass du der die Macht gibst. Habe ich auch viele Jahre gemacht. Und das funktioniert ja nicht. Ich meine, wir können das machen, wir können immer andere über uns stellen. Wir haben eben davon gesprochen, dass wir einen physischen Körper haben, aber nicht dieser Körper sind. Unendlich große Wesen sind Wahrheit. Wer oder was kann in deinem Leben die größte Macht über dich haben oder über dich bestimmen, wenn nicht du selbst? Es sei denn, du lässt es zu. Egal was es ist, sind es Menschen im Außen, sind Situationen, ist es Geld oder was auch immer. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich habe nur dieses eine Leben im jetzigen Körper. Meine Seele mag frühere viele Leben schon gehabt haben, mag auch noch weitere Leben haben. Aber im jetzigen Körper, das ist jetzt das einmal, das ist keine Generalprobe, das findet jetzt statt. Und du bist doch auch mal hierher gekommen, weil du große Dinge entdecken wolltest, machen wolltest. Das ist der Grund, warum auch du, wie Madeleine, wie ich, wie jeder von uns, mal als Kind morgens mit großen Augen, oftmals zum Leidwesen der Eltern, schon um 6 Uhr mit den ersten Sonnenstrahlen, Mama, aufstehen! Was kann ich heute hier erleben? Was kann ich entdecken? Was kann ich machen? Erlaub's dir wieder. Und auch Einladung an dich. Hör auf abzuwarten. Hör auf zu beobachten, andere, wie die es machen. Hör auf zu denken, wenn es irgendwie sein soll. Irgendjemand wird es schon richten. Weil damit geben wir die Verantwortung auch ab. An andere im Außen, dann entscheiden immer andere für uns. Und noch eine weitere Einladung an dich. Vielleicht hast du den Fehler bis eben auch schon gemacht, Beweise bei anderen zu suchen. Vielleicht kennst du welche, die ähnlich gestrickt sind wie du. Die hatten damit auch keinen Erfolg mit dem, was du fühlst. Das könnte so meiner Lebensaufgabe, meinem Seelenplan entsprechen. Wie wäre es, wenn du dir anfängst, die Geschichte zu erzählen? Weil Glaubenssätze sind nichts anderes als Sätze, die wir glauben, die wir tausendfach gehört haben. Wie wäre es, wenn du jetzt anfängst, dir die Geschichte zu erzählen und auch zu glauben, warum ausgerechnet du es schaffen wirst und darauf den Fokus richtest, statt Energie darauf zu verwenden, warum du es nicht schaffst, weil es schwer ist, weil der oder diejenige es auch nicht geschafft haben.
Was kriegst du dann geliefert vom Universum? Haben wir eben drüber gesprochen. Mir fällt gerade so ein wunderbares Beispiel ein, als ich mich vor 18 Jahren so auf diesen Weg hier begeben habe. Wie viele, die damals auf einem ähnlichen Weg waren wie ich, schauen heute immer noch, wie sie Monat für Monat über die Runden kommen, sind immer noch im Hamsterrad gefangen. Hätte ich mich an denen orientiert, würde ich jetzt mit der gesamten Familie ohne das freie Leben leben. Orientier dich nach dir. Was willst du glauben? So wie Madeleine das eben auch gesagt hat zu Beginn. Das ist nichts für mich. Ich will es irgendwie anders haben. Erlaub dir das, dem zu folgen. Und wir wollen ja auch manchmal eine Garantie haben, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, wenn ich jetzt in Soulmate Life reinspringe, habe ich dann Garantie? Wie wäre es, wenn du vertraust, dass du sowieso es zu 100% schaffst, weil dein Fokus dann zielorientiert in die Richtung geht, wo du hin willst, weil deine Gedanken dann wirklich mal so ausgesendet werden wie Frequenz beim Radiosender, dass die Universumskellnerin dir deine Lebenswirklichkeit nur so erschaffen kann, wie du es willst. Wie wäre es, wenn das deine Garantie wäre, dass du darauf vertraust, dass du sowieso zu 100% es schaffst, weil dann stabil dein Fokus in die Richtung auch geht. Und da, ich hatte da auch viele Jahre so ein Selbstsabotageprogramm laufen. Erst wenn, dann. Ich muss erstmal noch ein paar andere Dinge in Ordnung bringen. Ich muss erstmal noch meinen Mann davon überzeugen, dass so, wie ich das Leben jetzt habe, nicht unbedingt gerne hätte bis zum Gehen wieder. Ich muss erst noch warten, bis die Kinder aus der Schule sind. Ich muss erst noch, keine Ahnung was. Also diese Erst-wenn-dann-Geschichte, das funktioniert nicht. Dann steht die Universumskellnerin da und sagt, ach, ich würde dir ja gerne liefern, aber ja, sagst ja erst wenn dann. Okay, stehe ich hier. Wie der Kellner im Restaurant, der steht dann auch da, der liefert dir nicht irgendwas. Der liefert dir nicht das Schnitzel, wenn du es nicht bestellt hast. Also das Spiel funktioniert immer so, dass du dich klar entscheiden darfst, den allerersten Schritt machst und dann gehen Türe und Tore auf. Madeleine, wie war das bei dir? Allererster Schritt gemacht, gesprungen, und dann sind Türe und Tore aufgegangen, richtig? Ja, wie ich habe es ja eben schon gesagt, das zeigt, dir wird immer gezeigt, ob deine Intuition richtig war oder nicht. Und sie ist immer perfekt, wenn du ihr folgst oder nicht. Sie ist immer perfekt. Und wenn du ihr nicht folgst, wirst du sehen, warum sie perfekt gewesen wäre. Und wenn du ihr folgst, dann siehst du, dann wird sich alles ergeben. Und eine Sache, die ich noch gerade als deine Tochter sagen möchte, für diejenigen, die auch Kinder haben, die hier jetzt zuhören, ich kann von mir sprechen, ich bin wirklich unendlich dankbar, dass du vorgegangen bist als mein Vorbild, weil ich weiß nicht, das hat es mir so viel leichter gemacht, meinen Weg auch zu gehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Wow, jetzt kommen die Tränen. Ich wollte heute hier nicht beim Live weinen, aber ich bin jetzt gerade so berührt. Und danke auch, Madeleine, dass du das so sagst. Und ich glaube, das ist auch ganz viel, was jetzt auch die Herzen hier berührt von den Mamas und Papas, die hier vielleicht dabei sind. Weil ich das eben gesagt habe, du gehst vor. Du darfst vorgehen. Und das war mit mein größter Motor, wenn es manchmal so heftig war, die Entscheidung zu treffen, in mich zu investieren, wenn es um fünfstellige Beträge, mehrfach fünfstellige Beträge auch ging, um in mich zu investieren. Wo ich mir aber dann auch die Frage gestellt habe, mein ganzes System hat rebelliert, kreiert mir das mehr, wenn ich mich dafür entscheide, komme ich dann wirklich den nächsten entscheidenden Schritt weiter. Und dann habe ich es auch gemacht, auch wenn der Kopf gesagt hat, wie soll denn das finanziell gehen, ich habe es einfach gemacht. Als wir vor 3 Jahren zum ersten Mal nach Zypern geflogen sind, um hier Wohnsitz und alles zu machen, habe ich gedacht, bist du jetzt größenwahnsinnig, was machst du hier, um Gottes Willen?
Aber Madeleine, du und Roman, ihr wart beide für mich der Motor, weil ich gemerkt habe, wie viele Prägungen ihr von mir schon übernommen habt aus meinem früheren Mangeldenken und Leben, wie ich es überhaupt nicht haben wollte. Und ich habe gedacht, wenn ich es jetzt nicht für mich mache, aber ich mache es für euch. Und deshalb berührt mich das so sehr, das von dir jetzt auch zu hören. Danke. Ja. Und was wir da auch abgeben dürfen, ist die Kontrolle. Die Kontrolle abgeben. Das ist vielleicht mit die größte Challenge auch dabei. Aber guck mal, als wir uns dazu entschieden haben, hier auf Mutter Erde zu inkarnieren, uns unsere Familie, unsere Eltern ausgesucht haben, konnten wir da kontrollieren, wie wir herangewachsen sind. Irgendwann war der Zeitpunkt da, da sind wir rausgeflutscht, dann waren wir da. Können wir jetzt kontrollieren, wie die Zellteilung funktioniert? Können wir jetzt kontrollieren, wenn ich Tee trinke, was genau die Galle, der Magen, die Leber, keine Ahnung, was machen? Das geschieht einfach, das ist das Leben. Also etwas kontrollieren zu wollen, funktioniert auch nicht. Es geht darum, dass du dich dem hingibst, dich da hinein entspannst, hinein entwickelst, das, was dich wirklich ausmacht. Ja. Und aufhören, dir Geschichten zu erzählen, warum es nicht geht, oder an alten Werten, die längst überholt sind, wo du auf dem Pulverfass hockst, wo irgendjemand anderes sagt, Frau sowieso, ich weiß nicht, wie wir ohne sie auskommen, aber ab nächsten Monat probieren wir es mal. Du darfst dich dafür entscheiden, etwas jetzt zu unternehmen. Ich spreche jetzt nicht von der Selbstständigkeit. Ich spreche davon, dich dafür für dich zu entscheiden, für deine Familie, wenn du Kinder hast, ihnen das Vorbild zu sein, was du wirklich sein möchtest, ihnen da auch noch den Weg zu ebnen. Entscheiden dürfen sie dennoch selbst, ganz klar. Aber dass du zurückblickst auf dein Leben und sagst, ich habe es gemacht. Ich habe gelebt. Ich habe wirklich gelebt. Und ich freue mich jetzt auf das, was jetzt kommt. Statt zu denken, hätte ich doch nur. Ja. Nochmal. Kann es darum gehen, dass wir hergekommen sind, Freude und Spaß im Leben zu haben? Statt das Leben in einer Warte-mal-ab-Position zu verbringen und sich zu verbiegen und. Andere vorzuschieben, keine Entscheidungen zu treffen. Jetzt nochmal sorry für den Trigger, aber ich wollte einfach auch mal so ein bisschen, ja, dich wachrütteln damit, damit du mal verstehst, was läuft ab im System. In Wahrheit, dein Herz, deine Seele wissen ganz genau, wo sie hinwollen. Wann erlaubst du dir, ihnen zu folgen? Warum bist du hierher gekommen? Das ist deine Mission, das ist deine Vision. Mission und Vision. Wovon träumst du schon so lange? Welches Leben willst du dir eigentlich für dich und für die Familie gestalten? Und darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du jetzt auch aufhören darfst, dich von Ängsten und Zweifeln zurückhalten zu lassen, statt an dich selbst zu knallen. Also, wir starten mit denjenigen durch, Madeleine, ich, das Team in der Akademie, die sich jetzt für ihr glückliches, erfülltes Leben mit dem Spaß, mit der Leichtigkeit, mit der Freude, mit der Gesundheit, mit der familiären Situation, partnerschaftlichen Situation, mit der Geldenergie, mit allem, was es dazu braucht, bewirb dich zum Soulmate Live. 15 Plätze sind da. Lass uns gemeinsam ein grenzgenial, fantastisches Jahr voller Magie, Freude, Leichtigkeit und Intuition erschaffen. Link kommt gleich. Danke für dein Sein. Danke, Madeleine, für dich, auch für deine Worte. Ich gebe dir gerne das Abschlusswort. Ja, danke auf jeden Fall und danke auch dir, dass du zugehört hast, zugeschaut hast. Und ich würde das gerne mit einer Frage beenden, eine offene Frage. Und zwar, könnte es sein, dass der Grund, warum du noch nicht dastehst, wo du gerne wärst, nur ist, dass du dich kleiner gemacht hast, als du eigentlich bist? Genau. Danke.
Danke, danke. Ciao, ciao.